Das sind also die Wandbilder, die sich der Professor angesehen hat. Auf beiden ist Quartermark abgebildet. Ja, aber wie sollen wir herausfinden, welches der zwei Bilder zu einem Aha-Erlebnis geführt hat? Hat er sich ja alle zwei angesehen. Wir müssen eben einfach beide ganz gründlich unter die Lupe nehmen. Professor Gordon hat irgendwas bemerkt, als er diese Wandbilder betrachtet hat. Werfen wir selbst einen genauen Blick darauf und uns darf nichts entgehen. Gut, darauf schauen wir zuerst. Hierauf. Hast du schon die Pose von dem Quartermark bemerkt? Es hält eine Beere in der Hand. Du hast recht und die Beere ist gelb. Sieh dir mal das Gesicht von diesem Quartermark an. Es wirkt richtig glücklich. So sehe ich immer aus, wenn ich was Süßes esse. Mhm. Gut, da sind wir jetzt mit diesem Wandbild durch. An dieser Wand ist eine besonders dicke Eisschicht. Wenn man genau hinsieht, kann man erkennen, dass sich an der mittleren Wand ebenfalls ein Wandbild befindet. Aber mit dem ganzen Eis davor können wir nicht ausmachen, was darauf abgebildet ist. Wenn wir uns dieses Wandbild ansehen wollen, müssen wir erst etwas gegen das Eis unternehmen. Was das wohl für ein Wandbild ist? Tja, und hier wiederum ist es wohl eine bittere Frucht oder nein, eine saure Frucht. Sieh dir mal die Pose des Quartermark an. Es hält eine Beere in der Hand. Stimmt, es ist eine blaue Beere. Tja, auf der anderen Wand war es eine gelbe Beere, aber die sehe ist blau. Und sauer. Oh, dieses Quartermark verzieht das Gesicht. Ha, und wie? Sieht aus, als hätte er gerade etwas Saures gegessen. Stimmt, bei dem Gesichtsausdruck kommt nichts anderes in Frage. Ich glaube, mit diesem Wandbild sind wir jetzt durch. Ja, das denke ich auch. Sehen wir uns was anderes an. Ja, mehr können wir uns jetzt gerade nicht ansehen. Metheno, ein Meteorit. No, Metheno. Versucht dieses Pokémon uns etwas zu sagen? Ja, Metheno sagt, es möchte zurück nach Hause. Wo ist denn sein Zuhause? Metheno leben in der Ozonschicht, aber wenn ihre Schale zu schwer wird, stürzen sie auf die Erde. Wow, so weit oben also. Meinst du, es kann wieder zurück nach Hause, wenn wir es von seiner Schale befreien? Vielleicht können wir ein Pokémon finden, das stark genug ist, um seine Schale zu zerbrechen. Ja, aber aktuell leider nicht. Flag. Du willst unbedingt selbst nach Gordon suchen, was? Ich verstehe, dass du dir Sorgen machst, aber du solltest es erstmal für eine Weile ruhig angehen lassen. Du hast immerhin zwei anstrengende Tage hinter dir. Flag. Yes. Meinst du, Flagmon geht es gut? Es wirkt etwas hungrig, aber ansonsten scheint es nichts abbekommen zu haben. Ich habe etwas von meinem Mittagessen abgegeben. Da wurde es richtig munter. Ich kümmere mich weiter um Flagmon. Konzentriert ihr euch darauf, den Professor zu finden. Hm, das ist ein richtig großer Eisklotz. Ich weiß, es ist kalt hier drin, aber könnte sich so ein großer Klumpen Eis wirklich auf natürliche Weise gebildet haben? Ich finde das verdächtig. Tja, irgendein Eis-Pokémon wird hier, sag seine Finger, Klauen oder sonstiges im Spiel haben. Tja, ob wir jetzt eigentlich schon Schlussfolgerungen ziehen können? Diese Wand sieht anders aus als die anderen. Stimmt, das ist ein Relief von Durengard eingemeißelt. Was könnte das bloß bedeuten? Hey Tim, sieh dir mal den Boden an. Was, wieso?
Das sind menschliche Fußspuren. Der Größe nach zu urteilen, stammen sie vermutlich von einem erwachsenen Mann. Du hast recht. Eine Sache daran ist jedoch merkwürdig. Das kannst du laut sagen. Der vordere Teil des letzten Fußabdrucks wird von der Wand abgeschnitten. Es ist fast so, als hätte man die Wand erst errichtet, nachdem die Fußabdrücke bereits gemacht wurden. Aber das ist wohl kaum möglich, oder? Was könnte hier wirklich passiert sein? Okay, let's start deducing. Wo könnte Gordon abgeblieben sein? Denken wir gemeinsam drüber nach. Also ist durch die Tür gegangen. Er ist seinen Weg jenseits der Wand gefolgt. Vielleicht gibt es hinter dem Relief von Durengard auch einen Weg. Und das Relief könnte den Weg wieder versperrt haben, nachdem der Professor hindurchgegangen war. Was hältst du von der Theorie? Der Eingang zu den Ruinen war verschlossen, obwohl wir wissen, dass Gordon ihn geöffnet hat. Es ist also durchaus möglich, dass dieses Relief ein weiterer Eingang ist, der sich geschlossen hat, nachdem Gordon hindurchgegangen ist. Wenn das der Fall ist, gibt es vielleicht einen weiteren Mechanismus, der dieses Relief in Bewegung versetzt. Ja, wir müssen herausfinden, wie er funktioniert. Also genau das wissen wir auch schon mal. Jetzt müssen wir herausbekommen, welche Art von Mechanismus die Durengard-Wand öffnet. Wie stellen wir es an? Die Schalter beim Eingang hatten ein besonderes Muster. Das heißt, in den Ruinen wird dieses Muster wieder zu finden sein? Nicht unbedingt. Es gibt keinen Grund zur Annahme, dass die Durengard-Wand denselben Mechanismus verwendet. Aber es könnte bedeuten, dass wir auch hier visuelle Hinweise finden werden. Also suchen wir nach Mustern oder Bildern. Halten wir fürs erste Ausschau in den Ruinen nach allem, was irgendwie ungewöhnlich aussieht. Über den Mechanismus können wir uns dann später Gedanken machen. Tja, weitere Schlussfolgerung da. Hast du herausgefunden, wie wir auf die andere Seite des Durengard-Reliefs kommen? Wir lassen die Statuen Beeren halten. Was, wenn wir den Statuen dieselben Beeren geben, die auch die Quartermark auf den Wandbildern in den Händen halten? Sowohl die Statuen als auch die Wandbilder stellen ja Quartermark dar. Deshalb vermute ich, dass beide mit dem Mechanismus in Verbindung stehen. Und die Quartermark auf den Wandbildern halten Beeren in den Händen. Die Quartermark-Statuen dahingegen nicht. Ich gehe also davon aus, dass wir dafür sorgen müssen, dass beide übereinstimmen. Ah, das könnten wir tatsächlich erreichen, indem wir Beeren auf den Statuen platzieren. Die Statuen sehen sogar so aus, als wären sie dafür gemacht, Beeren in den Händen zu halten. Es gibt da nur ein Problem. Ja, jedes Wandbild zeigt eine andere Beere. Genau, das bedeutet vermutlich jeder, der drei Statuen eine andere Beere geben müssen. Fragt nur, welche Statue welche Beere bekommt. Welche Beere sollten wir der linken Statue geben? Ich würde davon ausgehen, dass das linke Wandbild und die linke Statue zueinander gehören. Und das linke Wandbild zeigt eine gelbe Beere und ein glückliches Quartermark. Ich wette, der Gesichtsausdruck des Quartermark soll uns etwas über den Geschmack der Beere verraten. Ob es wohl lächelt, weil es was Süßes gegessen hat? Das wäre auch meine Vermutung. Das heißt, wir müssen eine süße gelbe Beere auf der linken Seite platzieren. Dann mal los, finden wir eine Beere, die diesen Kriterien entspricht. Welche Beere sollten wir der rechten Statue geben? Ich wette, die Antwort verrät uns das rechte Wandbild. Das rechte Wandbild zeigt eine blaue Beere und ein Quartermark, welches das Gesicht verzieht. Ich würde sagen, so sieht jemand aus, der gerade etwas Saures gegessen hat. Demnach bräuchten wir eine saure blaue Beere. Suchen wir nach einer Beere, auf die beides zutrifft, Tim. Welche Beere sollten wir der mittleren Statue geben? Wir konnten uns das mittlere Wandbild noch gar nicht ansehen, weil es von einer dicken Eisschicht überzogen ist. Als erstes sollten wir also etwas gegen das Eis unternehmen. Ich bezeuge, dass wir eine so dicke Eisschicht ganz allein von der Wand entfernen können. Wohl wahr, dann bleibt uns nur eins übrig. Wir bitten ein Pokémon um Hilfe. Gute Idee, außerhalb der Ruine haben wir sehr viele Pokémon getroffen. Genau, fragen wir uns durch. Vielleicht ist eines davon bereit, uns zu helfen. Wenn wir tiefer in die Ruine vordringen wollen, müssen wir die Beeren zusammentragen, die auf den Wandbildern zu sehen sind. So sieht es aus, wir brauchen eine saure blaue Beere und eine süße gelbe. Die richtige Farbe zu finden sollte nicht schwer sein. Die sieht man auf den ersten Blick, aber was machen wir wegen des Geschmacks? Selbst ich kenne nicht den Geschmack jeder einzelnen Beere. Tja, dann muss ich eben alle probieren.
Was, du willst einfach alle Beeren verputzen, die wir finden? Wäre immerhin die schnellste Methode, um den Geschmack herauszukriegen, oder? Schätze schon, Hauptsache du verdippst dir nicht den Magen. Keine Sorge, wir Pokémon lieben Beeren. Okay, Tim, damit steht unser Plan. Brechen wir auf und finden die nötigen Beeren. Tja, wenn wir jetzt wiederum uns ein bisschen besser mit den Beeren auskennen würden, dann würden wir die jetzt sogar auf Anhieb einsammeln. Aber fangen wir dann jetzt einfach mal an mit der Kiroya-Beere. Mhm. Hier wachsen blaue Beeren. Wie die wohl schmecken? Die sind ja total hart und bitter noch dazu. Bah, das sind eindeutig Koba-Beeren. Okay, bitter, das geht nicht. Auf ein Glas Wasser wäre jetzt schön. Geht es, Pikachu? Okay, die sind bitter. Und nicht sauer. Sind diese Beeren dann jetzt hier unten süß? Mhm. Hier wachsen gelbe Beeren. Die sehen aus wie Schuckebeeren, oder? Ich probiere mal eine, nur um sicher zu gehen. Lecker, diesen köstlichen, süßen Geschmack erkenne ich sofort. Das sind Schuckebeeren, keine Frage. Schuckebeeren sind also süß und gelb. Okay, die Schuckebeere ist also die richtige Beere. So, der linken Statue geben wir die Schuckebeere. Wir brauchen eine süße gelbe Beere, dann kommt nur die Schuckebeere in Frage. Denke ich auch, bei der Schuckebeere stimmen sowohl der Geschmack als auch die Farbe. Okay, geben wir der Statue eine Schuckebeere. Gut, das hätten wir jetzt schon mal gelöst. Allerdings bräuchten wir jetzt auch noch die Hilfe eines Pokémon, um die Eiswand zu schmelzen. Da können wir jetzt eigentlich ja sowieso... Was ist das? Mhm. Hier wachsen rote Beeren. Die sehen aus wie Terrier-Beeren, mal sehen. Bitterer Geschmack. Also ich persönlich bevorzuge ja Kaffee, wenn ich Lust auf was Bitteres habe. Gut, wir brauchen noch weitere blaue Beeren. Dann ja bloß die hier. Mhm. Hier wachsen einige blaue Beeren. Es könnte sich womöglich um Kiroya-Beeren handeln. Warte, ich probiere meine. Du meine Güte, sind die sauer, aber im Abgang doch irgendwie erfrischend. Da wäre klar, es sind eindeutig Kiroya-Beeren. Diesen sauren Geschmack findet man nirgends sonst. Diese blauen Beeren schmecken also sauer. Gut, damit hätten wir jetzt also das nächste Rätsel geknackt. Wenn die Beere blau und sauer sein soll, brauchen wir eine Kiroya-Beere. Yep, die erfüllt alle Kriterien. Gut, geben wir der Statue eine Kiroya-Beere. Gut, aber jetzt wir bräuchten eigentlich noch irgendwo eine scharfe Beere. Aber es gibt ja noch nichts. Können wir dir ein paar Fragen stellen? Pan? Hast du ein besonderes Talent? Hey. Erzähl uns bitte, worin du besonders gut bist. Pan! Wenn es ums Feuerspeien geht, kann dich keiner schlagen, wer sehr selbstsicher. Okay, Aussage notiert. War heiß! Ha, unser Gespräch hat es so wieder etwas munterer werden lassen. Gut, die Beeren hier sind allerdings sehr, sehr unpraktisch. Die sind nicht scharf. Aber generell haben wir jetzt eigentlich auch keine scharfen Beeren hier gesehen. Nur bittere bisher. Tja, da brauchen wir jetzt irgendwie die Unterstützung von einem anderen Pokémon.
Hast du ein Pokémon gefunden, das uns dabei helfen kann, die Eisschicht über dem Wandbild zu beseitigen? Ja, es ist Panpyro. Panpyro könnte das Eis mit seinem Feuer schmelzen. Yep, mit Hitze sollte das Eis nur zu schmelzen sein. Das war vielleicht etwas zu einfach. Die Kälte schien Panpyro allerdings ziemlich zuzusetzen. Ich frage mich, ob es uns wirklich helfen wird. Panpyro war sehr selbstsicher, als was seine Fähigkeiten im Umgang mit Feuer angeht. Wenn wir ihm ein wenig Honig ums Maul schmieren, will ich dir bestimmt ein. Überlass es reden mit dem Pokémon einfach mir. Tja, so weit, so gut. Wir sollten Panpyro fragen, ob es uns dabei hilft, das Eis zu schmelzen, welches das Wandbild verdeckt. Stimmt, fragen wir Panpyro. Please, we need your power. Just give it your best shot. Great. We're counting on you. Wow, vorhin war da noch so viel Eis und nun ist alles geschmolzen. Jetzt können wir uns das mittlere Wandbild genauer ansehen. Pyro! Nachdem dich die Hitze von deinem Schweif kurz aufgewärmt hat, fühlt sich die Kälte jetzt noch schlimmer an? Das tut mir echt leid, wir haben dir ziemlich viel abverlangt. Pan! Du ziehst erstmal irgendwo hin, wo es schön warm ist, bis der Schneefall hier aufgehört hat, das klingt nach einer guten Idee. Bevor du gehst, danke nochmal für deine Hilfe, Panpyro. Ich hoffe, du kommst schnell zurück, wenn es hier wieder wärmer ist. Pyro! Okay, jetzt brauchen wir... Und weg ist es. Jetzt liegt es an uns. Ja, Panpyro hat das Eis für uns geschmolzen. Also sehen wir uns mal das mittlere Wandbild an. Also, wir brauchen jetzt auf jeden Fall eine rote Beere. Und höchstwahrscheinlich dann wohl eine Tamot-Beere. Dieses Quartermark hält eine rote Beere. Eine rote Beere diesmal. Um was für eine Beere es sich dabei handelt? Um eine Tamot-Beere natürlich. Ist die einzige Beere, wo ich ehrlich gesagt wirklich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, dass sie scharf ist. Dieses Quartermark speit Feuer. Können Quartermark das überhaupt? Nein, über solche Attacken verfügen Quartermark nicht. Ich denke, das soll vielmehr darstellen, dass er etwas da gegessen hat, das so scharf war, dass es Feuer speit. Stimmt, das würde es erklären. Mhm. Ich glaube, mit diesem Wandbild sind wir jetzt durch. Ja, wir sind ja fertig. Sehen wir uns woanders um. Allerdings haben wir jetzt das Problem, dass wir keinen Baum mit einer roten Frucht bisher gesehen haben. Also die scharf ist. Wir haben ja gesagt, bloß eine bittere oder so gehabt. Und wie schon gesagt, wir brauchen eine Tamot-Beere. Die einzige rote scharfe Beere, die uns jetzt hierbei weiterhelfen kann. Und es gibt allerdings auch nur einen Baum hier, der anscheinend also keine Beeren trägt. Mhm. An diesem Baum wachsen keine Beeren. Um was für eine Art Baum es sich handelt? Wir können mal Chris fragen. Womöglich weiß er das. Ja, das muss er sagt höchstwahrscheinlich er sagt der Baum der Tamot-Beeren sein. Hast du vielleicht Fragen an mich? Die Beeren hier. Excuse me. Können Sie mir was über die Beerenbäume erzählen, die hier wachsen? Das kann tatsächlich. Während ich auf den Professor wartete, bin ich nämlich ein wenig auf Erkundungstour gegangen. In dieser Gegend wachsen alle Beeren. Teriro-Beeren, Nana-Beeren, Sanana-Beeren. So schade nur, dass es hier keine Tamot-Beeren gibt. Tamot-Beeren. Genau, das sind scharfe rote Beeren. Der Professor liebt sie. Okay, wir brauchen also wirklich eine Tamot-Beere, aber es gibt hier keine. Er ist immer ganz aus dem Häuschen, wenn ich ihm etwas koche, das mit Tamot-Beeren gewürzt ist. Der Mann weiß, was er mag. Klingt, als würde ich mich prächtig mit ihm verstehen. Leider habe ich schon alle Tamot-Beeren verbraucht, die ich dabei hatte. Seht ihr den Baum dort drüben, der keine Beeren mehr trägt? Das ist ein Tamot-Beerenbaum, aber irgendjemand muss bereits all seine Beeren gepflückt haben.
Dabei hatte ich gehofft, ich könnte diesem Curry noch ein paar weitere davon hinzufügen. Faxo, du weißt nicht zufällig, wo die ganzen Tarmod-Bären abgeblieben sind. Faxo? Die Bären hier. Was kannst du uns über die Bären sagen, die man hier pflücken kann? Mampfa! Mampfaxo hat ganz in der Nähe eine blaue Beere gefunden, allerdings war sie total bitter und hat richtig scheußlich geschmeckt. Es hätte wohl lieber süße Beeren gegessen. Hier findet man also bittere blaue Beeren. Hast du ein besonderes Talent? Worum bist du besonders gut? Mampfaxo! Es sagt, es kann Töpfe und Teller aussauber machen, bis sie strahlend glänzen. Ach, es hilft beim Abwasch, das ist ja nett. Mampfaxo! Nein, es verputzt bloß jedes Essen bis auf den letzten Bissen und leckt dann noch die Töpfe und Teller sauber. Die Aussage hätten wir jetzt nicht gebraucht. Und stolz drauf ist auch noch. Also macht es doch nicht den Abwasch. Es ist nur sehr gut daran, Dinge vollständig aufzuessen. Tja, jetzt müssen wir bloß irgendwie Tarmod-Bären finden. Welches Pokémon mag denn jetzt der Sack hier die Beeren aufgesammelt haben? Du vielleicht? Dein Freund war zu den Ruinen aufgebrochen, ja? Wenn wir... Okay. Das hilft uns jetzt leider nicht sehr viel. Ne, das bringt mir jetzt alles, nix. Tja, wir bräuchten Tarmod-Bären, aber wo kriegen wir die jetzt her? Irgendein Pokémon muss die haben. Okay, Schlussfolgerung ist der Sack angenommen. Die Tarmod-Beere. Aber wir haben keine Tarmod-Beeren hier. Aber vielleicht hat der Sack ja Fleckmon, eine unter seinem Hut. Richtig, Tarmod-Beeren haben die richtige Farbe und den passenden Geschmack. Aber Christopher gibt es hier dagegen keine Tarmod-Beeren mehr. Was dann? Ohne eine Tarmod-Beere können wir Gordon nicht folgen. Wie hat es der Professor eigentlich geschafft, dieses Rätsel zu lösen? Gordon hatte bestimmt eine Tarmod-Beere dabei. Chris hatte ja welche, die er fürs Curry benutzt hat. Ja, stimmt. Wir können den Mechanismus nicht auf dieselbe Weise aktivieren wie Gordon. Wir müssen irgendetwas finden, das wir anstelle einer Tarmod-Beere einsetzen können. Aber was? Ich denke, es kommt darauf an, dass zwei Bedingungen erfüllt werden. Müssen die Farbe und der Geschmack müssen stimmen. So gesehen brauchen wir vielleicht nicht einmal eine Beere, solange wir nur diese beiden Kriterien erfüllen. Also suchen wir nach etwas, das so scharf und rot ist wie eine Tarmod-Beere. Ein Versuch ist wert. Chris schien für diese Feldforschung eine Menge mitgebracht zu haben. Fragen wir ihn doch mal, was er so alles dabei hat. Vielleicht hat er etwas, das wir benutzen können. Gute Idee, reden wir mit Chris. Also das Einzige, was mir jetzt dabei einfällt... Wäre jetzt, sag, vielleicht natürlich ein Schüssel Curry. Das wäre jetzt, sag, das Einzige, was vielleicht Sinn ergibt. Hast du vielleicht Fragen an mich? Ersatz für Tarmod-Bären. Wir benötigen eine Tarmod-Beere. Wissen Sie, ob es irgendwas gibt, das wir als Ersatz nehmen könnten? Ich glaube, solange es nur rot und scharf ist, würde auch etwas anderes funktionieren. Rot und scharf. Nein, ich habe hier mein Curry, einen Apfel und was Knabberzeug. Dann vielleicht das Curry? Sie sagten vorhin, dass Sie die Tarmod-Beeren in einem Curry verwendet haben, richtig? Das stimmt. Ich bringe immer welche mit, weil der Professor sie so lecker findet. Das stimmt. Das mit der Schärfe sollte hinkommen. Und ziemlich rot ist das Curry auch. Gut. Mission gemeistert. Hast du irgendetwas gefunden, womit wir die Tarmod-Beere ersetzen können? Das rote Curry! Ich frage mich, ob wir nicht einfach das Curry benutzen können, das mit Tarmod-Beeren zubereitet wurde. Da wären sogar echte Tarmod-Beeren drin. Ich denke, das kommt dem, was wir brauchen, am nächsten.
Okay, dann sollten wir es damit ausprobieren. Ja, wir müssen noch Chris fragen, ob er uns etwas von seinem Curry abgibt. Mhm. Würde es Ihnen etwas ausmachen, uns ein wenig vom Curry abzugeben? Mein Curry soll dazu beitragen, ein Rätsel in Ruin zu lösen? Das wäre ja fantastisch. Nehmt so viel, wie ihr wollt. Ich hoffe, es hilft euch dabei, den Professor zu finden. Also gut, du weißt, auf welche Statue es gehört, Tim, oder? Wollen wir es gleich mal ausprobieren? Ja. Mhm. Klar, los geht's. Hoffentlich können wir dadurch den Mechanismus aktivieren. Das wäre dann die letzte Aktion für diesen Part. Wir bringen das Curry mit am Start. Oh, das ging jetzt sehr schnell als erwartet. Gut, die Bären und das Curry sind auf den jeweiligen Statuen platziert. Was jetzt wohl geschieht? Wow. Oh. Relief of Aegislash. Just as I thought. The path continues on past these statues. I gotta say, it's pretty incredible that using curry actually worked. Mhm. Alles klar, jetzt können wir weiter in die Ruinen vordringen. Ja, beeilen wir uns, damit wir Gordon schnell finden. Aber das, liebe Leute von heute, machen wir erst im nächsten Part. Und Pikachu hat sicherlich jetzt auch noch was zu sagen. Great Detective Coffee Note Number 2. The water you use can change how your coffee tastes. Ja, das ist jetzt natürlich auch sehr wichtig für die Erkundung einer eiskalten Ruine. Und damit sage ich dann jetzt erstmal an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen, bis dann und ciao, wenn wir dann die Ruine weiter erkunden werden und dann auf alle Fälle auch noch das verschwundene Ursaring und dann auch noch das verschwundene Pi zu finden. Nicht zu vergessen, Professor Gordon werden wir dann sicherlich auch irgendwie finden können. Bis dann und ciao bis dahin.